Hallo 3D-Drucker, Thingiverse-Sucher und STL-Frager. Heute möchte ich euch ein bisschen die Angst für eine eigene 3D-Konstruktion nehmen. Es ist weder ein Studium nötig, noch die Abendschule. Als Beispiel dafür nehme ich meinen Fußleisten-Eckschutz, der sehr viel Zuspruch in einigen Facebook-Gruppen bekommen hat. Ich nutze für dieses Tutorial Fusion 360, welches für Privatanwender kostenlos ist und nur jährlich bestätigt werden muss. Andere Programme funktionieren aber genauso. Nur sind die Begriffe dort andere. In dem YouTube-Text oder in der Timeline kannst du die Unterteilung in die verschiedenen Aktionen finden. Also wer noch nicht viel Ahnung vom 3D-Design hat und wem seine Fußleisten-Ecken so aussehen und einen 3D-Drucker besitzt und solche kleinen Eckschoner machen möchte, der ist hier jetzt gerade richtig. Wer schon Ahnung hat, für den wird es weniger hilfreich sein. Zwei Maße sind wichtig. Die Höhe, hier 6 cm oder 60 mm, und die Breite, hier 18. Mit diesen beiden Maßen, die wir gar nicht genauer brauchen, können wir loslegen. Fusion ist ein 3D-Programm, das man natürlich auf dem 2D-Bildschirm erstmal sieht. Es gibt hier oben verschiedene Elemente. Wichtig ist, dass wir bei den Volumenkörpern bleiben. Auf der Seite kann man auch ein bisschen rumklicken, zeige ich noch. Und dann gibt es hier oben den Würfel, wenn man keine 3D-Möglichkeiten hat, um in der Welt sich ein bisschen zu bewegen, damit das Ganze auch plastisch wirkt. Und hier zeichnen wir. Als erstes machen wir eine sogenannte Skizze. Da können wir uns so aussuchen, in welcher Ebene X, Y oder Z wir uns bewegen wollen. Auf diese wird dann gezoomt. Und wir haben oben die Skizzenmodelle. Ich wähle das Rechteck aus, klicke in der Mitte als ersten Anfangspunkt und ziehe es auf. Ihr könnt sehen, variabel ändern sich hier die Größen. Einfach getippt und es wird fest eingestellt. Die 18 mm aus der Messung übernehme ich hier. Und wir haben unser erstes Quadrat. Dieses verschieben wir jetzt ein bisschen, um auch eine Dicke herzustellen. Dazu klicke ich das Quadrat an und automatisch wird mir eine Versatzebene oder eine Versatzzeichnung dazu angeboten mit 1 mm Abstand. Ich möchte aber meinen Druck gerne 2 mm stark haben, deswegen tippe ich hier 2 ein. Und schon hat Fusion im 2 mm Abstand um meine ursprüngliche 18x18 Zeichnung einen weiteren Kasten gelegt. Das war es eigentlich auch schon in der 2D-Welt. Damit können wir die Skizze schon schließen. Dreidimensional sich das Ganze angeguckt, liegt jetzt auf unserer Ebene hier diese 2D-Skizze. Diese können wir nun extrudieren, also nach oben hin aufziehen. Dazu klicken wir das Extrusionsmodell und kriegen eine neue Menüleiste auf. Und dazu will er wissen, was er extrudieren soll. Wir klicken die beiden Formen, also außen und innen. Man könnte unterschiedlich extrudieren. Und geben hier die Höhe, eigentlich plus Wandstärke ein, habe ich einen kleinen Fehler gemacht, von 60. Fertig ist unser erster Körper, den wir hier, oder unser erster Body, den wir designt haben. Wenn wir das so drucken, bekommen wir das natürlich nicht an die Fußleiste. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen was reduzieren. Wir wählen uns hier die drei Seiten aus, die wir verschalen oder ausschalen möchten, sagen 2 mm und schon nimmt Fusion alles weg und lässt nur ein 2 mm Rand stehen an den Seiten, die wir nicht selektiert hatten. Schon wäre die einfachste Art fertig. Das sieht jetzt nicht ganz so hübsch aus und hat so ein paar spitze Kanten, speziell hier außen, die man noch abrunden könnte. Dazu klicken wir diese Kanten an sodass die dann blau leuchten, alle drei, und wählen das Abrunden-Werkzeug.
Bei 2 mm Wandstärke würde ich auch hier auf 2 mm gehen. Und automatisch rundet Fusion diese drei Elemente oder diese drei Kanten, die gewählt wurden, ab. Wir finden nun hier auf der linken Seite unseren Körper sowie unsere ursprünglich erstellte Skizze. Den Körper können wir auch ausblenden, um ihn nicht mehr zu sehen, und die Skizze nochmal einblenden, falls wir weitere Zeichen oder Extrusionen daraus machen möchten. Standardmäßig wird diese, sobald man extrudiert hat, ausgeblendet. Und unseren erstellten Körper. Wer keine weiteren Sachen hat, kann jetzt auf 3D gedrucken gehen, seinen Körper auswählen, und im Dropdown einen einen benutzerdefinierten Slicer auswählen. Ich habe hier den Prusa Slicer. Und ohne Speichern oder sonstiges dieses Objekt direkt an den Slicer übergeben. Da ist unser Kantenschutz, der im Basisdesign so aussehen könnte. Ich würde ihn nur nicht in dieser Form drucken, sondern ich würde ihn auf diese Kante legen oder auf diese Seite legen, weil sich die Layer-Schichten für mich so optisch besser dargestellt haben. Das Licht fällt von oben runter und das sieht einfach hübscher aus. Da man nicht nur eine Ecke hat, kann man gleich mehrere von drucken. Das Ganze könnte jetzt gecodet werden oder gesliced werden. Nun habt ihr in meinem Beispiel noch gesehen, dass ich so eine Rillen mit drin habe, die ursprünglich meine normalen Fußleisten auch haben. Im zweiten Teil geht es jetzt darum, wie man diese reinbekommt. Dazu nutzen wir natürlich weiterhin diesen Körper, müssen aber einige Sachen zusätzlich hinzumachen. Unter anderem müssen wir messen, in welcher Höhe diese sind. Gehen wir mal davon aus, diese sind einfach 10 mm voneinander entfernt und auch unter der Kante. Dafür gibt es nun die Möglichkeit, Versatzebenen zu setzen. Das heißt, diese Ebenen, diese drei XYZs, können wir auswählen und in einem gewählten Abstand wieder eine Zeichnungsfläche erstellen. Ich blende mir dazu den Körper aus, gehe auf die unterste Ebene, weil der Körper ansonsten stören würde und ich die den inneren Körper fassen würde. Und möchte von diesem entfernt um Körperdicke zuzüglich meinem 1 cm oder 10 mm eine neue Zeichnungsfläche ermöglichen, noch nicht machen. Wie man im 3D sieht, ist diese Fläche nun in dem Objekt schwebend, um die entsprechende Versatzhöhe. Und auf dieser Fläche kann ich nun wieder eine Skizze anlegen. Dabei muss man aufpassen, dass man auch das Richtige wählt, weil man kann auch auf jeder Seite des Körpers eine Skizze anlegen. Nun nutze ich eine Funktion, die heißt Projizieren. Weil diese Zeichnung eigentlich leer ist und noch nichts drin ist, ich möchte aber etwas übernehmen, was es schon gibt. Und zwar die Außenkante meines Körpers. So sieht meine Fläche jetzt momentan aus, meine Zeichnungsfläche. Nichts drin. Ich kann mir den Körper dazu holen, aber dadurch ist er noch nicht da. Ich müsste jetzt erst diese Außenkontur in meine aktuelle Skizze rein projizieren. Dazu der Befehl projizieren. Ihr seht, hier drei Seiten ausgewählt, OK geklickt und in meiner angelegten Skizze ist diese Bahn, diese Außenkonturbahn, nun vorhanden. Das war es auch schon. Wir können die Skizze fertigstellen. Gucke ich mir das jetzt nun dreidimensional an, sieht man diesen dünnen Strich aus meiner Skizze dort mit eingeblendet. Mache ich nun eine Leitung, braucht diese einen Pfad zum Entlangfließen. Dort wähle ich genau dieses aus. Und man sieht, warum ich 2 mm Wandstärke genommen habe, weil ich mit einer 1 mm Leitung nun dort immer noch Material stehen habe, was sich drucken lässt. Und das Objekt nicht komplett durchschneide, sondern nur zum Teil. Für die zweite Phase oder für die zweite Vertiefung in meinem Objekt mache ich genau das Gleiche. Wieder eine Versatzebene.
wähle mir meine alte Versatzebene nochmal ein und sage, von dieser alten Versatzebene möchte ich wieder einen weiteren Zentimeter nach oben. Von hier ist das Spiel wieder dasselbe. Auswählen, die Außenkontur meines Körpers rein projizieren und abschließen. Wieder in der dreidimensionalen Welt gesehen, sieht man meinen Vater langlaufen oder meine Zeichnung. Dann wieder eine Leitung wählen, den Pfad auswählen. 1 mm lassen wir so. Wir machen auch ausschneiden und nicht hinzuaddieren, sonst würden wir eine Wulst drauf machen. Und fertig. Auch dieses Objekt können wir natürlich direkt hier raus nicht nur speichern in der Cloud bei Autodesk, sondern auch von hier direkt an den Drucker geben. Alle nötigen Links findet ihr in der Videobeschreibung, zum Beispiel den Kleber, den ich benutzt habe. Fragen, Anregungen? Gerne in den Kommentaren.